Passen Sie auf, der Spalt unter der Tür, das ist eine andere Realität. Das einzige Ich bin ich, aber sind Sie das einzige Sie? Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen, ich glaube es wird ein Mini-Let's Play. Wir spielen heute P.T., auch bekannt als PT. Was so viel heißt, jetzt habe ich vergessen, Pre-Teaser? Naja, es heißt Preview-Teaser, Entschuldigung, ist ja Pre-Teaser. Und es handelt sich dabei um ein kleines Horrorspielchen. Die Grafik übrigens schon mal... Sieht schon mal ganz geil aus, muss ich ja sagen. Und ich habe gerade schon mal ein bisschen angespielt, einfach nur um zu gucken, ob es läuft. Aber da habe ich mich noch nicht so genau umgeguckt. Ich habe nur ein bisschen rumgetestet. Grafisch. Und das Ganze ist quasi ein Teaser, ein interaktiver Teaser, ein spielbarer Teaser zu Silent Hills. Der neue Silent Hills. Ich bin ein bisschen heiser von der Gamescom. Das wird der neue Silent Hill Teil von Hideo Kojima und Guillermo del Toro, den man vielleicht kennt von Hellboy oder was hat er noch gemacht? Pan's Labyrinth zum Beispiel war auch großartig. Und in der Hauptrolle spielt diesmal von Walking Dead Norman Reedus. So, ich weiß aber nicht, ob wir den sehen werden hier in der Demo, da habe ich keine Ahnung von. Ich dachte mal, ich streue mal zwei, drei Informationchen ein. Hier ist auch eine Tischkante, wir können gar nicht weiter in die Dunkelheit rein. Der Tisch kann es, wir können es nicht. Ich wünschte, wir wären ein Tisch. Und wie man sieht, die Lampe hat sogar ein Stromkabel, früher hat es das nicht gegeben in Spielen. Und die Stromrechnung ist bezahlt, was in Horrorspielen, ja, ist schon mal eine gute Sache. Wir haben Licht, da freue ich mich. Und obwohl das hier nur ein simpler Flur ist, die Bilder sind schön. Ich schaue mir mal ganz kurz die Bilder an. Da ist ein Riss in der Wand. Boah, wie detailliert ist hier alles? Ist meine Fresse. Und es ist 23.59 Uhr. Nee, eigentlich ist es gerade... Ich glaube, es ist so 5 Uhr morgens oder so. Heute vor der Gamescom. Aber ich konnte einfach nicht mehr schlafen und dachte mir, weißt du was, dann nimmst du einfach nochmal ein bisschen auf. Weil Evil Within ja nur 3 Folgen war und PT wurde sich öfter gewünscht, also dachte ich mir, mach's da einfach mal. Mein erstes PlayStation-Spiel mit Kamera. Der Täter lockte sie jedoch schließlich heraus, indem er vorgab, alles sei nur ein Spiel. Was? Die Mutter, der in den Bauch geschossen hatte, war schwanger. Die nach einem Notruf der Nachbarn eingetroffenen Polizisten fanden den Vater radiohörend in seinem Wagen. Laut Aussage der Nachbarn hat er mehrere Tage vor dem Mord wie beim Skandieren eines Zauberspruchs immer wieder laut eine Zahlenfolge wiederholt. Im selben Bundesstaat war bereits im letzten Monat eine Familie erschossen worden und im Dezember letzten Jahres hat ein Mann seine gesamte Familie mit einem Gewehr und einem Fleischermesser ermordet. In beiden Fällen hat jeweils der Vater die Tat begangen. Laut Polizeiangaben besteht zwischen diesen Morden keine Verbindung, allerdings könnten sie ein Teil einer allgemeinen Entwicklung sein, hervorgerufen durch Probleme am Arbeitsplatz, die Kindererziehung oder sonstige familiäre Schwierigkeiten. Ich glaube, es geht um Mord. Aha. Ich mache jetzt mal gerade eine Feststellung, meine erste Feststellung in diesem Spiel. Ich stelle mal gerne fest. Also erstmal, wie sieht es denn hier aus? Da liegt ein Teddy neben mit Bierdosen. Was ist das denn für ein Vorbild? Und zweitens, guck mal, hier ist alles zugestaubt und oll. Und alles ziemlich dreckig. Alter, wie viele Pillen liegen denn da? Eine Tüte M&Ms, aber 50 Päckchen Pillen oder Schlafpillen oder Schlaftabletten oder was das ist. Das sieht aus wie ein Muttis Apothekerschrank. Alter Finne. Und hier auf den Fotos, das ist so ein bisschen 70s. Geile Perücke übrigens. Ist so ein bisschen 70s Party. Und hier rechts, das ist so der 70er Jahre Wolverine. Das sieht man schon sehr deutlich. Und das links ist Professor Xavier mit Kette und naja. So, hier auf dem Foto auch mit den Stühlchen und so. Wir gucken uns erstmal genau um natürlich. Hier ein Bild. Oh. Ich persönlich weiß immer, ein gutes Bild mit einem trockenen Zweig zu schätzen. Wer hat nicht gerne ein Bild mit einem trockenen Zweig im Zimmer hängen und denkt sich, boah, das gucke ich mir jeden Tag gerne an. Ein trockener Zweig. Das ist einfach schön. Generell auch der dunkle Wald und da oben. Na gut, hier ist alles ein bisschen verwaschen. Wundert mich, guck mal, wie oll hier das aussieht mit den Spinnenweben und so.
Und das Telefon, da ist auf jeden Fall nicht 70er Jahre, denn da gab es ja Wählscheiben. Nur die Fotos sind 70er Jahre. Das Telefon ist relativ modern. Es sieht aber auch schon alles sehr oll aus. Es regnet. Auch das ist animiert übrigens. Ziemlich geil. Feier ich ein bisschen. Wir nehmen die Demo mal ein bisschen unter die Lupe. Können wir Türen öffnen? Nein. Zumindest diese nicht. So, wenn hier alles schon so oll ist mit Spinnenweben, wenn hier wirklich schon Spinnenweben überall sind, dann frage ich mich zwei Dinge. Erstens mal, diese Bananenschale, die ist frisch. Die ist ein bisschen grau vielleicht. Also ein bisschen braun, nicht grau, sondern braun. Das Foto ist ja allerliebst. Ich bin auch ein bisschen verliebt. Ich frage mich, ob das der Mörder ist. So, und wir haben überall Spinnenweben, aber der Benjamin Ficus hier, so heißt die Pflanze, dem geht's gut, der ist grün. Kein braunes Blatt, da unten vielleicht mal eins, aber der wird gegossen. Also irgendwer wohnt hier offenbar. Die Schlüssel sehen auch nicht verrostet aus und gar nichts, aber sonst ist überall Staub. Alles verkommt hier, aber trotzdem wohnt hier jemand. Das ist die Feststellung, die ich machen wollte. Und hier hängen zwei Mäntel. Das heißt, entweder haben wir zwei Mäntel oder wir sind nicht alleine. Und wir kommen nicht raus. Natürlich nicht. Und da geht's. Die einzige Tür führt in den Keller. Das halte ich für bedenklich. Ich habe gerade ein leichtes Déjà-vu. Es ist 23.59 Uhr. Eigentlich ist es 5 Uhr morgens oder so. Ich glaube schon ein bisschen später. Weil es langsam draußen hell wird. Ja, ich glaube, das kennen wir alle schon. Muss ich hier irgendwas machen? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Das Radio ist aus. Kann ich da vielleicht raus? Die Tür ist zu. Ich glaube, die Tür ist wütend. Waren die vorhin schon da? Die kleben aneinander. Folge denen einfach mal. Kakerlaken wissen immer, wo es lang geht. Die würden ja auch eine Atomexplosion überleben. Das heißt, die wissen, wo es hier in... Die sind weg. Wo sind die hin? Ich habe kurz in die Kamera geguckt. Die sind... Ah, da sind sie. Na, kommt, meine kleinen Freunde. Zeigt mal, wo es lang geht. R3. Was heißt denn R3? Ach, Ranzoom heißt R3. Okay. Hab gerade den rechten Stick gedrückt. Okay, die bleiben einfach hier, wie es aussieht. Ja, gut, bei dem Bier und so. Okay, also geht von der Tür aus keine Gefahr. Ich glaube, die Tür war einfach wütend, deswegen hat sie gebummert. Kommen wir da jetzt rein? Wäre wahrscheinlich auch keine gute Idee gewesen. Die Tür ist wieder offen in den Keller. Ich habe so die Vermutung, ich weiß, wo wir gleich ankommen. Ich komme ein bisschen vor wie bei SCP. Falls das noch jemand kennt, der Treppenhaus-Simulator. Das hat auch Spaß gemacht. Ich glaube, da mein erstes... Hey. Das Geräusch kommt gerade von mir. Und die Kakerlaken krabbeln jetzt an der Tür herum. Ich muss zugeben, ich habe Silent Hill nie gespielt. Es tut mir echt leid. Ich habe Silent Hill, genau wie Resident Evil, habe ich nie wirklich gespielt. Ich habe jetzt bei diesem Teil, bei PT hier gerade, habe ich das Gefühl, das war ein Fehler, das nicht zu tun. Und ich glaube, die... Natürlich. Ich glaube, die Kakerlaken sollen mir auch irgendwas sagen. Und ganz ehrlich, ich möchte jetzt gar nicht hier. Ich will da nicht nochmal vorbei. Es ist 23.59 Uhr. Nein, eigentlich 5, aber ich glaube, es ist später.
Die Bilder sind übrigens ausnehmend schön. Ich traue dieser Tür da ja überhaupt nicht. Da muss irgend... Die Musik jetzt. Dankeschön, das hat mir gerade noch gefehlt. Das hier sieht aus wie ein Baum auf dem Bild, aber in Wahrheit ist es das Muster meiner Unterhose, wenn ich da jetzt reingehe. Ich möchte gar nicht... Da nicht rein. Ich kann nicht sagen. Ich würde mich gerne gegen die Tür lehnen, damit die zugeht, aber. Alter. Gänsehaut gerade. Mist. Kann ich vielleicht gehen? Ich habe noch einen Termin. Was mache ich denn jetzt? Alter, es ist 5 Uhr morgens, mach ich so einen Scheiß. Oder später, Alter. Oh, ich guck auch noch durch den Spalt, ich Idiot. Alter. Okay, die Kakerlaken sind jetzt schon hier angekommen. Gerne jetzt zurückweichen, vielleicht. Ich warte nur, bis das Licht da vorne auch ausgeht. Mutti, ich bin sicher Blumen mit. Das ist die Lampe, die da oben baumelt, ne? Nicht die alte. Die Kellertür ist momentan offen. Ich habe keine Lust, hier allzu lange zu bleiben. Ich gehe ganz schnell wieder da unten rein. Das Problem ist, es wird bei jedem Zyklus schlimmer, habe ich das Gefühl. Das darf man niemals zu einer Frau sagen. Es wird bei jedem Zyklus schlimmer. Geht er jetzt schneller oder bin ich das? Nein. Also ich bin doch nicht bekloppt und gehe da rein. Wenn da ein Klo ist, warum hat da vorhin eine Frau geweint und dann ein Baby geschrien? Hat die ihr Baby ins Porzellan gedrückt oder was? Eine natürliche Wassergeburt. Ich bin doch wohl bekloppt und gehe da jetzt rein. Ganz ehrlich, wenn ich der Typ wäre, ich würde mir doch die Lampe hier nehmen und dann da reinstiefeln. Ich würde doch jetzt nicht... Also ich will noch rumdiskutieren, ich will da nicht reingehen. Alter. Ich komme
mir gerade vor, wie Vera entwehen, die wieder so eine Messi-Wohnung entrümpeln muss. Fäkalien? Gleich geht die Tür zu, ich weiß es doch genau. Ein Spiegel, in den wir nicht hineinsehen können. Oder wir gehen raus und irgendwas passiert. Achso, ein Bild. Ach so. Kann man denn nicht durch diese Tür da wieder zurückgehen? Ich kann leider nicht laufen. Ich würde gerne laufen. Es gibt momentan keine Option dafür. Da komme ich nicht wieder durch. Okay, ja, dann gehen wir einfach nochmal aufs Klo. Ich weiß nur nicht genau, was wir da jetzt... Ob es da irgendwas gibt. Hier sieht es immer noch scheiße aus. Ach so. Na, ob's das... Es war so klar. Na toll, wir sehen unseren Kopf gar nicht. Einerseits würde ich es gerne einfach, aber andererseits, das arme Ding, oh, das Herzchen, guck mal, bupp, 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 bupp. Passt gerade so schön zur Musik. Okay. Aber Shampoo und Seife. Gut, wir sind also im Raum. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier machen können, ehrlich gesagt. Müssen wir den kleinen Wurm da wohl liegen lassen? Mir fast ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Naja. Moment. Alter, das Atmen auf dem Ohr. Er sagte, drehen Sie sich um. Ich habe mich umgedreht. Go it out. Homicides appears 102, 04, 8, 6, 3.
Ich gehe nochmal ins... Wenn es irgendwie möglich... Alter, warum spiele ich das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich fühle mich gerade echt... beruhigt. 204, 863, ne? Jo. Ich glaube nicht. Don't touch that dial now. We're just getting started. Retrieved the rifle and shot his... in the stomach.